So, kurz mal umorientieren. Das ist jetzt wieder meine Welt. Weil ist ja nicht so, dass ich meine Welt hier einfach so stehen lassen würde, auch wenn jetzt auf dem Server gespielt wird und so. Wir waren eigentlich letztes Mal stehen geblieben, so ein bisschen dabei zu gucken. Ich wollte ja für hier unten ein... Moment, jetzt hängt's gerade kurz. Na, geht wieder. Ich wollte ja für hier unten... Nur, dass es aufbleibt. So ein T-Flip-Flop bauen. Da hatte ich geguckt, da gibt's den, hier, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Den Lua-Controller gibt es dazu. Mit dem kann man so ein Ding programmieren. Das heißt, ich brauche ein bisschen Silizium und ein paar Mesocons. Ich glaube, da habe ich auch noch alles, ne? Guck mal hier. Silizium, Silizium, Silizium. Mal hier, Solarpanel. Weißt du was? Ich mache auch mal ein Solarpanel, einfach nur, weil ich es kann. So. Habe ich zwar keinen Platz mehr im Inventar. Ich räume mal eben kurz ein bisschen auf. Weg. Weg. Ja, komm, nimm jetzt. Weg. 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 Das rosa Bett, komm, das braucht auch keiner mehr. So. Also, Solarpanel. Und einmal Mesocons außen rum. Pam. Nee, das ging anders, ne? Sogar ein zu viel benutzt. So. Tada! Zwei Lua-Controller. Die kann man nämlich programmieren. Und da kann man ganz wilde Sachen mitmachen. Die Programmiersprache. Man sieht hier unten den. Ne, man sieht's nicht. Weil ich kann es jetzt nicht markieren. Man sieht auf jeden Fall den Link zu dem Mikrocontroller oder eben Lua-Controller oder wie auch immer. Man kann den auf jeden Fall programmieren. Wie heißt das Ding jetzt eigentlich? Lua-Controller. Der ist wohl der Nachfolger von dem Mikrocontroller. Die Programmiersprache richtet sich ganz grob nach oder orientiert sich ganz grob an Lua. Kann ja mal gucken, ob ich ganz auf die Schnelle was hinbekomme. Wenn ich mich da richtig erinnere, kann man nämlich den Pin gleich Pin und so. Warte mal, vielleicht kriege ich es aus dem Kopf hin, sonst muss ich nachgucken. Pin, nee. Nee, Pin war der Nenne und Ausgang war der Port, war glaube ich der Ausgang, ne? Port D gleich Pin A. Und Pin ist in dem Fall. Nee, oh, das ist kein Gleichheitszeichen. Und Pin ist in dem Fall der Eingang. Wenn ich da alles richtig gemacht habe. Wird sich gleich zeigen. Das bleibt drin, okay. Dann müsste jetzt der Eingang D, der Ausgang D angehen, sobald ich Eingang und hast du nicht gesehen habe. Guck mal, bin ich gut, wa? Weil die anderen. Sind jetzt nämlich aus. Das heißt, ich baue einen T-Flip-Flop. Zack. Ich gehe mal rein hier in die gute Stube. Das alles hier hinten kann dann nämlich weg. Weil. Das kommt weg, das kommt weg. Wir können ja jetzt hier den Controller hinsetzen. Zabam. So, dann nehmen wir. Port B ist ein Eingang und das ist ein Eingang und das ist ein Ausgang. Dann brauchen wir etwas, was ich natürlich jetzt nicht vorbereitet habe. Ich mache mal eben den Browser auf. Da seht ihr jetzt natürlich nichts von. Ja, ich hätte mir das natürlich auch mal vorbereiten können. Und zwar, mesecons.net slash LuaController. Da ist nämlich ein wunderschönes Beispiel drin, in dem genau beschrieben wird, was ich da einfach per Copy and Paste einfügen muss, damit das funktioniert, wie es funktionieren soll. Bin ich ganz froh drüber. Auf der Seite, die dort angegeben ist, steht übrigens noch mehr und ich habe mir das auch alles mal durchgelesen, habe mir das aber alles nicht gemerkt. Weil, ist so. So, wo war jetzt hier das Flip-Flop? Da ist das T-Flip-Flop. Man kann nämlich auch mit if und hast du nicht gesehen. Also, pass mal auf. Da bin ich wieder. So, dann hoffe ich mal. Ja, Copy and Paste funktioniert dann nicht. Das heißt, ich tippe das dann mal eben ab. Weil, aus Gründen. So, T-Flip-Flop hier unten mal hinziehen. Und dann. Zuerst will ich das sowieso invertieren, weil, muss halt sein. Das bedeutet,
Nee, Moment. Ich schreib's erstmal rein. If diddlidlim event type gleich on and event pin name gleich in dem Fall A. Na, im Beispiel steht es mit B, aber in dem Fall habe ich ja eben A als Anschluss. So wäre es original und so muss es sein. And event type gleich A. Wahrscheinlich kann ich es auch automatisch gleich mit erweitern, das gucke ich gleich mal. So, then Port, was haben wir gesagt? C, ne? Port C, ach, mit not ging das. Not the port. Yeah. Warte mal. Eventuell gleich Port A, not Port A. Port A, not Port A. Was? Dann Port A, nicht Port A. Ach, dann dreht das um. Okay, das heißt, da muss Port C. Port C, nicht Port C. Weil damit invertiert er dann quasi den Zustand. So. Dann End. Das heißt, wenn ich den jetzt anmache, dafür nehme ich mir aber mal so ein Ding hier. Ah, jetzt habe ich es runtergetan. Toll. Zack. Dann geht das an. Und dann geht das nicht an, oder? Jetzt ist was angegangen. Da ist es auf. Und dann bleibt es auch auf, ne? Genau, dann bleibt es nämlich auf. Und jetzt muss ich das gleiche für... Nö, weißt du was, das mache ich mal anders. Zack. da muss wieder ein isoliertes hin. So, dann steuere ich nämlich den Port A hiermit auch wieder an. Dann schaltet das und dann ist es zu. Und dann schaltet das und dann ist es auf. Und das geht von beiden Seiten. So, weil aus Gründen. Zack. Zack. Jetzt wird das ganz sicher nochmal kurz ein Häppchen essen. Und ein Schlückchen auch mal runterschlucken. So, jetzt wird das Ganze hier nochmal wieder schön zugebaut, weil der Technikraum kann ja ruhig zubleiben. Und hier muss noch zu und dann ist das wieder schön. Dann, warte mal, dann gehen wir nämlich mal eben raus hier. Ja, ja, schon geil, ne? So, gut, da müssen wir nämlich eben kurz mal ein bisschen was brennen. Ah, ich habe hier noch Zeug. Habe ich auch noch anderes Zeug hier? Nein. Nee, schade. Hm, egal. Kurz bisschen warten und dann geht's weiter. So, Steine sind gebrannt und mir ist gerade noch eine Idee gekommen, wie ich die Geheimtür da unten noch ein bisschen ausweiten kann. Da gucke ich gleich mal, ob ich das so ohne weiteres hinbekomme. Erstmal werde ich mal ein paar Steine mit runternehmen, um dann da mal den Raum einmal kurz, zumindest schon mal grob irgendwie die Wände zu ziehen. Also hier muss zu. Hier hinter muss wahrscheinlich dann auch wieder zu. So. Ja, aber dann ist hier... auf jeden Fall ein bisschen Platz. So, dann machen wir hier nämlich auch noch dicht und dann zack. Schon haben wir hier so ein bisschen größere Kammer. Da kommen dann die wertvollen Gegenstände rein oder so. Mal gucken. Zack, da, da, tam, 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 tam. Ja, hier ist eigentlich egal. Da kommt dann so Erde rein und so und da auch wieder. Und hier kommt so. Hier oben müsste natürlich auch kommen. Ja. Also, wo hier nochmal eben. Hier hinten ist dann jetzt erstmal noch offen, weil
Was man natürlich machen könnte. Dazu brauche ich wahrscheinlich hier wieder so eine Kreuzung. Ich nehme den Ausgang B und schließe den irgendwie an eine Lampe an und sag ihm hier mal eben, dass wir doch bitte Port A gleich Nord Port, ups, C auch noch mit drin haben. Jetzt müssen wir auch noch eben kurz, oh, das ist aber hier. Aha, so, 4 und 4, ich glaube, das ist so okay. Zack. Dann ist nämlich, wenn der hier dann geschaltet wird. Ja. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Man kann noch mehrere, oder nicht? Oder muss man die mit Semikolon dingsen? Upsa, nee. Kann natürlich auch sein, dass man die mit Semikolon machen muss. Probieren wir nochmal aus. Weil dann ist er nämlich jetzt hier an. Dann ist es zu. Wenn ich nochmal drauf drücke, ist es aus. Und dann ist Port A an. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Port A, not Port. Ach nee, ich muss ja hier Dings toggeln. Da bin ich blöd. Port A ist nicht Port A, weil ich beziehe mich ja auf denselben Port. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, wie ich will. Nein. Nein. Tür ist zu, weil jetzt ist an und B. Ne, Port B, ne? Nicht Port A. Mein Gott, bin ich blöd. Es ist auch Sonntagmorgen, kurz vor 12. Von daher ist das, glaube ich, in Ordnung. So, Port B, not Port B. So, jetzt funktioniert das. Pass auf, weil ich jetzt hier drück. Zack, dann geht nämlich Port B an. Dann weiß ich jetzt, Tür ist zu. Das heißt, ich muss das nochmal dingsen. Port B ist Port B? Port P gleich Port B? Nein. Ich will es ja invertiert invertiert haben. It's not. Vielleicht klappt das ja. Gucken wir mal. Zack. Jetzt ist hier Licht und da ist kein Licht und da ist jetzt kein Licht und kein Licht, ne? Jetzt ist nämlich die Tür auf, jetzt müsste hier eigentlich das Licht angehen. Weil Not scheint nicht zu funktionieren. Okay. Dann machen wir das hier wieder ab. So. Not. Vielleicht in Klammern. Not. Bäh. So. Zack. Da gucken wir mal. Genau. Ach, wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber wir haben ja ein Not Gate, von daher ist das, glaube ich, dann auch okay. Machen wir die Klammern wieder weg hier. Ups. So. Dann hier einmal. Oh, ein zu weit. So, dann ist das so in Ordnung. Das heißt, wir brauchen hier eine Kreuzung. Kreuzung macht man, weiß ich nicht, muss ich eben kurz mal nachgucken. Und dann sollte das auch klappen. Kann man überhaupt so Kreuzungen über Kreuz richtig machen? Insulated Crossover. Da gucken wir doch mal eben nach. Zwei nebeneinander. Ich habe ja auch zufälligerweise noch genau zwei da. Das passt doch. Insulated Crossover. Wie sieht denn das aus? Doch, das ist genau das, was ich brauche. So. Trinken muss ich auch gleich mal wieder. Ich müsste eigentlich in Wirklichkeit auch mal kurz was trinken. Warte mal. Schön lauwarmes Mineralwasser. Also, dann machen wir hier nämlich eine Kreuzung rein. Ja. Na komm, nimm. Ach nee, ist voll. So. Weil, dann kommt das hier nämlich raus. Dann schließen wir da eben das Delay. Warte, ein Not Gate habe ich. Wieder nach oben laufen. Wenn ich gerade oben bin, kann ich auch gleich nämlich mal einmal
ganz kurz Wasser nachfüllen. So. Das hier einmal angedingst. Und schon habe ich. Zack. Also. Tür zu. Licht ist aus, alles ist in Ordnung. Zack. Tür auf. Und schon leuchtet die Warnlampe, wenn ich die irgendwo anbringe. Da haben wir dann nämlich hier schön, ja, liebe Minecraft-Spieler übrigens, das ist eine Kreuzung. Ich kann einfach so ohne weiteres eine Kreuzung machen. Nur so zur Info. So, jetzt habe ich nämlich nur einen Slot, einen Pin oder Port über, da kann ich noch irgendwas anderes mitmachen. Da hängt jetzt allerdings erstmal nichts dran. Das heißt, ich baue erstmal meinen Technik-Krams hier sauber ein. Hier lasse ich erstmal auf, weil, wie gesagt, da muss ich mal gucken, wie ich das verkabel. Aber dann ist zumindest der ganze andere Technikkram da hinten dann sauber verschlossen. Und dann mache ich hier vorne die Wand einmal gerade eben und dann passt das dann für diese Woche auch. So, hier ein bisschen Füllmaterial rein. Ja, genau, weil, so. Ach, ich finde das mit dem Item Drop übrigens schöner. So. Zack. Dann. Ja, geil, einer. Gut, der muss eh hier oben hin. So. Also, hier kommt die Decke rein. Hier ist dann eine kleine Kammer, wo hier mitten im Raum ein Schalter ist. Aber das ist in Ordnung so. Ich könnte natürlich auch zuziehen und nach unten gehen. Da muss ich mal gucken. Wichtig ist für mich vor allen Dingen Tür zu. Licht aus. Tür auf. Licht an. Und von draußen geht's genauso. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, man könnte noch einen zweiten Schalter einbauen innen irgendwo, der beim Rausgehen die Tür automatisch zumacht, wenn man halt rausgeht. Aber das werde ich mir dann überlegen, wenn es soweit ist. Ich werde erstmal auf den Stammplatz gehen. Oder ganz mal schnell eben hinflattern. So. Und dann war's das für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!